Hey Leute, was geht? Ich bin's, euer FPS-Mann und heute wollte ich euch mal wieder ein neues Sony Vegas Tutorial bringen. Ich wurde gefragt, wie man denn 3D Motion Tracking in Sony Vegas macht. Das hier ist der Clip. Und da wollen wir jetzt eine Schrift hier vorne auf den Boden machen, der dann bis hier vorne zum Bildschirm weitergeht. Also auf die wir zugehen. Zuerst mal müssen wir einen neuen Videotrack einfügen und den stellen wir um auf 3D Quell Alpha. So, jetzt Textmedium können wir ändern. Tutorial. Okay, und das nochmal, kann uns jetzt noch eine Schrift aussuchen. In dem Fall mal Ash. Finde ich ganz cool. So, und jetzt haben wir hier oben Track Animation. Aber achtet bitte drauf, dass ihr hier vorne auf dem ersten Frame seid. So. Ja, jetzt können wir das Ganze. Ah ja, man sieht hier. Das hier ist abgeschnitten. Das kann passieren. Das ist dann eigentlich ganz einfach. Und zwar muss man nur hier am Anfang. Sieht man ja. Wenn ich jetzt umstelle. Wenn das zu groß ist und an den Rand geht, dann schneidet der das hier ab. Ich habe es schon ein bisschen nach hinten gezogen, deshalb sieht man das jetzt nicht mehr so. Also sollte er es so machen. Also mit zu langen Texten geht das nicht so gut. So, wieder mal auf die Track-Animation. So, Tüdelü. Weiß nicht, wo tun wir es denn hin? Und scheiß Mann, warum lässt sich nicht verschieben? Leck mich doch mal am Arsch, ey. Ich hasse das, wenn Sony Vegas mich verarscht, ne? Ich könnte dann jedes Mal Plack kriegen, ey, ohne Scheiß. Mann! So ein Scheiß. Okay, komm, jetzt lass dich verschieben, bevor ich noch richtig aggressiv werde. Gott! Mann, ich hasse dieses Programm. Das ist einfach so. Gott, das ist so unprofessionell. Ich gleich köpfen gehen. So, wenn du dich jetzt in den Aufschied schieben lässt, oder? Okay. Man sieht jetzt, das würde mitgehen. Das ist dann ganz einfach. Wir gehen bis zum letzten. Also bis hierhin. Und ziehen das dann immer wieder weiter nach vorne. So, das heißt, das Ganze sieht dann so aus. Ja, man sieht, das geht da durch. Also das ist eigentlich ganz simpel. Und das Ganze können wir jetzt zum Beispiel nochmal machen. Ihr könnt das Video hier schon ausschalten, wenn ihr wollt, aber ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, halt. So, dass man auch noch zwei Schriften normalerweise hintereinander machen kann. Sieht man ja hier schön. So, jetzt ziehen wir die ein bisschen runter, ungefähr so. Oder ein bisschen hoch. Können diese könnte ich sogar so ganz hoch ziehen. So. Zack. So ein bisschen nach hinten. Oh. Und wenn wir jetzt drauf zukommen, wollen wir das hier Version Keyframe bis hierhin. Wollen wir das ja? So haben. Tutorial. Danke. Man sieht, das ist ganz einfach, das Motion Tracking. Deshalb wollte ich mich einfach jetzt mal bedanken fürs Zuschauen. Ich schalte noch eine Color Correction ein und dann seht ihr gleich, wie das Ganze aussieht. Danke fürs Zuschauen, euer FPS-Mann. Ciao.